Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Der Gesundheitstalk wird Ihnen präsentiert von der Seniorenbetreuung Rose aus Dörferden. Seniorenbetreuung Rose, verlangen Sie mehr. Und dazu begrüße ich heute an meiner Seite Dr. Oleg Heitzmann. Er ist Chefarzt der Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Vielen Dank für die Einladung. Wir möchten heute über die Divertikelkrankheit sprechen. Worum handelt es sich denn bei dieser Krankheit? Beim Wort Divertikelkrankheit, also das Wort besteht aus zwei Begriffen, Divertikel und Krankheit. Erstmal möchte ich ganz gerne erklären, was ist ein Divertikel. Übersetzt aus dem Griechischen heißt Divertikel eine Ausstülpung eines Hohlorgans. Mhm. Per se ist ein Divertikel keine Krankheit an sich und am häufigsten kommen diese Divertikel im Dickdarm vor. Wenn diese Divertikel zu Problemen führen, zu krankhaften Veränderungen führen, sprechen wir von einer Divertikelkrankheit, sprich von einer Divertikulitis. Okay. Itis bedeutet Entzündung. Okay, und Sie haben uns auch ein Modell mitgebracht, an dem man, finde ich, ganz gut sieht, ich reiche Ihnen das mal, was diese Krankheit eigentlich ist. Können Sie uns das erklären? Ja, dieses Modell zeigt unseren Dickdarm. Und zwar, hier ist der Übergang vom Dünndarm zum Dickdarm. Hier sehen wir noch einen Blinddarm und da haben wir den aufsteigenden Teil, den queren, den absteigenden, den S-Darm und den Mastdarm. Die Divertikeln, da sind, wie Sie hier sehen können, da sind die Ausstülpungen der Darmwand bzw. der einigen Schichten der Darmwand. Am meisten kommen diese Divertikel im Bereich von absteigenden Darm sowie dem S-Darm vor. Und wieso passiert das? Also wie kommen die dorthin? Diese Divertikel, wie ich schon sagte, es ist keine Krankheit, sondern sind Ausstülpungen der Darmwand, sogenannte Normvariante. Wir wissen, dass bei unter 40-Jährigen diese Ausstülpungen eine Rarität sind, sprich kaum vorkommen. Gleichzeitig wissen wir, dass bei 70-Jährigen Menschen dass 70-jährige Menschen in 70% der Fälle diese Ausstülpungen haben. Oh, also umso älter, umso höher die Wahrscheinlichkeit, das zu bekommen. Genau. Woran liegt das? Das ist richtig. Es liegt zu einem daran, dass wir natürlich im höheren Alter auch das Bindegewebe etwas laxer, etwas schwächer wird. Auch alle Prozesse im Körper werden langsamer, sowie auch die Stuhlpassage durch den Darm, in diesem Fall den Dickdarm. Das heißt, aber wenn ich jetzt richtig verstehe, ist es doch so, solange die nicht aufplatzen, ist eigentlich alles okay. Genau. Aber das kann passieren. Da haben Sie absolut recht, das kann passieren. Durch die ballaststoffarme und faserarme Ernährung kommt es zu einer deutlich verzögerten Darmpassage und es können sich Kotsteine in diesen Aussackungen bilden, die zu den sogenannten Druckstellen dort führen. Es kann zu einer Entzündung kommen. Diese Entzündung kann sehr mild verlaufen, also es ist eine schwache Entzündung sein. Es kann aber auch zu den weiteren Komplikationen führen. Ne? Das heißt, die Entzündung kann so weit voranschreiten, dass so ein Divertikel platzt und der Darminhalt, sprich Stuhl, in sich in die freie Bauchhöhle entleert. Und das ist natürlich nicht gut. Das ist da haben Sie recht, das ist potenziell lebensgefährlich. Ja. Das muss in aller Regel in einer Notfalloperation operiert werden. Es kann auch sein, dass diese Ausstülpungen, so wie man so schön sagt, gedeckt platzen, sodass die Patienten im Krankenhaus konservativ behandelt werden können, sprich durch Nahrungskarenz am Anfang und Antibiotikagabe in die Vene. Wie macht sich denn die Krankheit bei mir im Körper bemerkbar? Also wie merke ich die Symptome? Die Symptome, früher hat man die Symptome der Sigma-Divertikulitis, also der Divertikelkrankheit, als linksseitige Appendizitis, sprich Blinddarmentzündung bezeichnet. Das kommt zu einer Entzündung im Bereich von Darm. Die äußert sich manchmal durch milde Schmerzen. Die Schmerzen kann auch stärker sein. Es kann begleiten zum Fieber, Schüttelfrost kommen. Und das in so einem Fall sollte man auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Genau, und dann kommen wir nämlich direkt auch schon zur Behandlung. Ich nehme Ihnen dieses Modell einmal ab und Sie haben uns nämlich auch noch Ihr OP-Werkzeug mitgebracht.
Bevor wir dazu kommen, möchte ich ganz kurz noch schildern, wie die Behandlung vielleicht sonst aussieht. Eine milde Divertikulitis, also Divertikelkrankheit, kann auch vom Hausarzt mit Antibiotikagabe behandelt werden. Ist das stärker, wird der Hausarzt sie zu uns einweisen. Mhm. Es wird dann eine radiologische Abklärung, also nach der körperlichen Untersuchung und Blutabnahme findet eine radiologische Abklärung statt. Standard heute ist eine Computertomographie, sogenanntes Schichtröntgen. Mhm. Da können wir beurteilen, ist diese Entzündung lokalisiert oder ist schon auf die gesamte Bauchhöhle übergegriffen. Wenn das nur eine Entzündung ist, gibt das dann, wie gesagt, Nahrungskarenz und Antibiotika in die Vene. Sollte es aber eine Bauchfellentzündung bereits vorliegen, wird eine Notfalloperation durchgeführt. Genau, und da war die Zeit nämlich knapp, würde ich gerne nochmal die Instrumente kurz zeigen. Heutzutage ist das so, dass wenn diese Entzündungsschübe häufiger vorkommen, empfiehlt sich eine prophylaktische Operation. Okay. Im Namen einer Notfalloperation muss die Operation über einen Bauchschnitt, wie schon früher, erfolgen. Wenn wir diese Operation elektiv geplant machen können, so prophylaktisches Entfernen der erkrankten Darmabschnitte, wird das heutzutage im Diakoniekrankenhaus in allermeisten Fällen mit einer Schlüssellochtechnik durchgeführt. Da habe ich etwas mitgebracht, und zwar unter anderem sogenannte Trokare. Das sind diese Röhrchen, das ist ein 5 mm und 10 mm. Insgesamt brauchen wir 2 von denen und 2 von anderen. Und wo kommen die dann rein? Die werden, dieses Röhrchen, das ist für die Kamera, die sehen Sie hier, das ist so ein Instrument mit Lichtquelle und einer längeren Optik, wird im Bereich vom Bauchnabel platziert, dann wird ein CO2 in die Bauchhöhle hineingeblasen, damit wir den Raum bekommen zum Arbeiten, und dann mit solchen Instrumenten, wie zum Beispiel hier so diese, das ist so eine endoskopische Zange. So eine kleine Greifzange, ne? Eine Greifzange, die sehr, sehr fein vorne ist und ganz pfleglich mit dem Darm umgeht und verschiedenen anderen Instrumenten, kann diese Operation in etwa der gleichen Zeit heutzutage durchgeführt werden. Super. Zum Abschluss, ganz wichtig die Frage natürlich, die Heilungschancen sind bei dieser Krankheit? Diese Krankheit, die Heilungschancen sind sehr gut. Wir reden hier von keiner bösartigen Erkrankung. Und wie gesagt, man sollte, wenn man diese Beschwerden rezidivieren sollte, man einen Arzt aufsuchen. Zur Not muss auch eine Darmspiegelung stattfinden, dass man weiß, dass da werden auch solche Divertikel, die per se keine Krankheit sind, diese Ausstülpungen vorliegen, können bei der Darmspiegelung entdeckt werden. Ja, ein spannendes Thema, und wir haben heute viel darüber gelernt. Vielen Dank an Dr. Oleg Heitzmann, er ist Chefarzt der Allgemeinen Viszeral- und Thoraxchirurgie im Krankenhaus Rothenburg. Und wir haben heute über die Krankheit, die Divertikelkrankheit gesprochen. Gar nicht so einfach, aber das kriegt man schon irgendwann hin. In der nächsten Woche begrüße ich Christine Kisset, und zwar von der Altenpflege im Diakoniekrankenhaus. Und mit ihr werde ich dann natürlich auch über das Thema Altenpflege sprechen. Das Ganze für Sie im FAN Medizintalk. Der Gesundheitstalk wurde Ihnen präsentiert von der Seniorenbetreuung Rose aus Dörverden. Seniorenbetreuung Rose. Verlangen Sie mehr.